Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, spielen wir mal wieder nach einer langen Pause Flottenkommando. Ich starte hiermit jetzt Season 3 meines Flottenkommando Let's Plays. Ich habe einen neuen Account gemacht. Jetzt loggen wir uns ein. Das wird hier jetzt praktisch wie ein kleiner Anfängerguide. Ich habe jetzt ein paar kleine Tipps für euch mit dabei, wie ihr eure Basis, euren Account in Zeitinvestition von 1-2 Stunden schon auf ein gutes Anfänger-Level bringt. Und Tipp 1 ist, levelt eure Minen unter Gebäude hoch. Ihr seht, so ungefähr auf Level 7 bis 6. Ja, du hast direkt vom Anfang an zwei Bauslots. Und ihr solltet diese zwei Bauslots immer voll haben, dass ihr immer was verbessert. Sei es eure Minen, sei es eure hier in der Basis, die Gebäude, Kommandozentrum sollte auch praktisch immer hochgelevelt werden. Weil das die Basis für alles andere gibt, wenn euer Kommandozentrum Level nicht hoch genug ist, könnt ihr restliche Basis nicht hochleveln. Also solltet ihr das auch immer ständig hochleveln. Tipp 2, macht die Aufgaben. Die Aufgaben sind am Anfang sehr einfach, sehr schnell erledigt und so schnell erledigt, dass ihr wahrscheinlich gar nicht bemerkt, dass ihr diese Aufgaben erledigt, weil ihr gerade so schnell Minen hochlevelt, Missionen erledigt, forscht, was auch immer. Und diese Aufgaben geben direkt schon Ressourcen, Erfahrung oder je nach Aufgabe auch Schiffe. Damit kommen wir direkt zur zweiten Sache, eure Flotte. Habt immer was in der Werft. Auch wenn es nur hier leichte Schiffe sind, wie hier bis Level 13 könnt ihr keine mittleren bauen. Also selbst dann solltet ihr immer leichte Schiffe bauen, weil wenn ihr später mal mit Level 13 die Umrüstungsfabrik erreicht habt, ist das praktisch wie eine dritte Werft, nur dass ihr eben Schiffe nur auf eine höhere Stufe umbaut. Also wenn solltet ihr hierfür eine starke Basis an leichten Schiffen haben, die ihr dann nach und nach zu mittleren und schweren Schiffen umbauen könnt. Also, der Tipp, habt immer was in der Werft und anschließend an das, macht die Missionen. Wir sind am Anfang mit der Flotte, die ihr durch die Aufgaben bekommt, die ihr euch relativ schnell in der Werft bauen könnt, sehr einfach. Einfach hier geht ihr auf Mission, auf Kampf, maximale Stärke und auf Angriff. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gucken, wie die sich hier die Köpfe einschlagen. Ich überspringe immer. Natürlich gewonnen. Leichten Verlust von einer mittleren Fregatte, von einem leichten Kampfschiff. Wie ihr seht, bekommt direkt Stärke dazu. Keine Verluste. Eigentlich kaum Verluste. Und so könnt ihr durch die ersten zwei Kapitel sehr einfach durchkommen. Und am Ende dieser Kapitel bekommt ihr jeweils 50 Diamanten, die ihr nutzen könnt für Events oder euch andere Sachen zu kaufen. Vielleicht mache ich dazu noch ein extra Video. Also, und auch innerhalb dieser Mission bekommt ihr Ehrenmedaillen. Und diese Ehrenmedaillen führen uns direkt zum nächsten Punkt. Euren Fähigkeiten. Die solltet ihr auch immer hochleveln. Also gebt eure Ehrenmedaillen aus. Die sind für praktisch nichts anderes nütz. Da als hier eure Fähigkeiten hochzuleveln. Es geht wie bei allen am Anfang sehr schnell, dass ihr immer eure Fähigkeiten hochlevelt und damit direkt auch das Führungslevel. Wenn ihr hier ein Level Up habt, solltet ihr immer euren Führungslevel erhöhen, weil damit könnt ihr dann immer mehr Schiffe in eurer Flotte mitführen und dadurch werdet ihr auch so stärker. So, das sind jetzt ein paar Basistipps.
wie ihr schnell und einfach eure Basis am Anfang hochlevelt. Wenn ihr noch Anmerkungen, Kommentare, Fragen habt, schreibt gerne unten in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.